Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge hier von Space Engineers auf Micro Hazard TV. Ich bin der Eisbecken und begrüße euch ganz herzlich zusammen mit dem Heiko. Hallo. Hier auf unserer, in unserem Micro Hazard TV Universum quasi. Und ja, wir haben es jetzt den Schritt gewagt. Wir haben uns gesagt, nö. Wir haben keinen Bock mehr auf Dedicated Server mit den ganzen SimSpeed und Streaming-Problemen hier die ganze Zeit. War uns zu blöd. Ihr seht jetzt oben in der Ecke, ich habe es gerade mal eingeblendet, noch offen gerade die FPS, die UPS, den Simulation Speed, den Server Simulation Speed, der natürlich jetzt, da wir nicht mehr auf dem Server sind, jetzt identisch ist mit dem Simulation Speed, den CPU Load und den GPU Load. Das seht ihr da oben alles. Und das gerade gespeichert wurde, habt ihr auch gerade gesehen. Das sehen wir jetzt nämlich auch, die Meldung wurde gespeichert. ja, ihr seht, meine Grafikkarte hat 94% Load, also hängt auch am Limit quasi. Ja? Und mein CPU hängt auch hinterher, aber, also das heißt hinterher, aber kämpft auch. Aber sie schaffen es noch. Ihr seht, wir haben trotzdem unsere 65 FPS hier und haben unsere 1er Simulation Speed wieder. Das heißt, wir können jetzt hoffentlich wieder vernünftig hier arbeiten, ohne dass ständig hier die Simulation Speed wegdroppt. Und wir sollten nicht mehr diese klassischen ganzen Dedicated Server Bugs haben, weil es natürlich auch nicht mehr drin, ne? Ja. Alles was so Bugs ist, was so vom Server geht, haben wir natürlich auch nicht mehr jetzt. Zum Beispiel was so Motore angeht, also was Rotor angeht, was hier Kolben angeht, was ja auf dem Server auch immer so, ne, muss man vorsichtig mit sein, aber überhaupt also kein Problem. Könnte ich jetzt in meinem Teil einen Kolben verbauen? Könntest du machen. Ich kann dir natürlich trotzdem nicht garantieren, dass es 100% funktioniert, ne? Aber machen kannst du es. Okay, ich werde es nochmal ausprobieren. Weil das ist nämlich, glaube ich, die einzige Möglichkeit, mit der ich den MacGyver Giant abtanken kann. Ja, hinten einen Kolben ran und einen Verbinder, wa? Ich hätte eher gedacht, unten noch einen ranzusetzen. Ich hätte es hinten gemacht, hinten an der Stelle auch vielleicht. Weil unten oder an der Seite irgendwo, ja, naja, da ist das Problem, der steht dann raus, ne, der Verbinder. Oder du müsstest links herum um den Verbinder, müsstest du denn andere Blöcke setzen. Warte mal, dieses Sicherheitstor, das müsstest du dann da drumrum setzen. Weil ansonsten kriegst du den Blocker nicht rausgeschoben, er ist ja fest verbunden damit. Mhm. Achso, war es nicht so, dass die Chipkarte voll war? War die nicht keine Ahnung. Voll? Warte mal, ich muss mal gucken. Ich habe ja nämlich schon die Grinder vorne voll gemacht gehabt. Angefangen. Nee, die ist noch nicht voll. Okay, alles klar. Aber überhaupt nicht gestapelt alles hier, ne? Also ich werde das denn. Warte mal, vorne über die Undock-Punkte haben wir aber einen Sortierer dran, ne? Bei der Infinity. Ja, vorne, die ziehen alles rein. Und unten, der zieht alles raus. Ne, der unten haben wir keinen eingesetzt, weil der wieder MP und entladen wollten, ne? Ja, genau. Okay, dann muss ich oben wieder auf den Kopf andocken, auf dem Dach oben. Also auf dem Dach, halt vorne auf der Fläche. Ja. Weil das ist dann doch besser. Ich habe jetzt keine Lust, dann alles hier manuell zu entladen, weil es auch jetzt so überhaupt nicht gestapelt ist teilweise. Ich habe dann teilweise innerhalb eines Blocks, dann weiß ich nicht, fünfmal Stahlplatten drin oder so. Und deswegen. Allein aus diesem Grund schon. Nö, aber dann haben wir jetzt wieder einen ordentlichen Simspeed, da können wir hier wieder ordentlich mit arbeiten, denke ich. Ja. Ansonsten ist alles wie gehabt. Alles aktiv natürlich, die Mods sind wie gehabt drin. Na, alles wie gehabt, der ganze Rest. Abgesehen davon, dass wir jetzt noch zusätzlich halt die Hunde und die Spinnen aktiviert haben. Ne? Genau, wir haben die Hunde und die Spinnen noch aktiviert. Stimmt, das kommt noch dazu, ja. Aber gut, die sehen wir ja erst, wenn wir auf dem Planeten mal sind. Mal wieder. Ich denke schon, dass sie irgendwann mal die anderen Planeten besuchen werden. Ja, auf jeden Fall. Spätestens mit der Prometheus. Ich hätte irgendwie schon Bock mal so auf den Mars runter. Der Mars hat eine geringere Schwerkraft, ne? 0,9 ja. Nur, glaube ich. Trotzdem brauchst du schon die Hydrogen-Thruster. Wäre zu empfehlen, ja. Atmospheric Thruster gehen aber auch, glaube ich, ne? Ja, aber du musst da erstmal hinkommen. Ja, klar. Jump Drive. Ja, aber mit Atmospheric Thruster kommst du nicht weit unbedingt, ja. Wenn du jetzt, sagen wir mal, auf die Erde runter willst.
Ja gut, ja, du musst halt kombinieren, ne? Wenn du vom All herunter willst, dann brauchst du wenigstens entweder, ja. Hydrogen ist halt das Problem, du brauchst mal so einen riesen Tank. Das ist das Problem, weißt du? Also ich würde eher Atmospheric mit Ionen kombinieren. Weil die Ionentriebwerke funktionieren ja nicht nur im All, die funktionieren ja auf dem Planeten auch. Nur deutlich schwächer. Ja. Die haben dann nur 0,3%, glaube ich, ihrer Maximalleistung. Das habe ich schon mal Ach Quatsch, gemerkt. nicht Da bin ich. 0,3%, also 30%, so. Ich habe nämlich schon mal eins meiner Schiffe mit Ionentriebwerk auf dem Mars versenkt. Ah, okay. Ja. Da brauchst du natürlich Zusatztriebwerke, klar. Das macht natürlich logisch. Es ist auch eine ewige Arbeit, die ich hier mache, ey. Glaub mal, was ich mache, ist auch nicht besser. Ich tue hier, ne? Schiff wieder auseinandernehmen gerade. Immer noch. Bevor wir die Teltax weg sind. Wenn du ein neues änderst, schlage ich dich. Aber ich kann das schon verstehen, dass der Server, ganz ehrlich, dass der Server auch auf 95% hochgeht. Ne? Beim CPU, Okay. ich habe hier auch CPU-Auslastungen teilweise, die auch bis in die 90er reingehen auf jeden Fall. Also, die auch schon an die 90 rangeht. Also das ist gar nicht mal so falsch. Ach Gott. Ja, ihr merkt schon, ich habe ein bisschen mit dem Hals zu kämpfen. Aktuell. Ungünstig. Ja. Hätte ich mal gerade angefangen zu bauen, ey. Aber ich muss euch mal sagen, Leute, ne, wenn das jetzt nicht geklappt hätte hier mit dem Server, ne, also hier auf dem Dings zu spielen, auf dem eigenen Rechner jetzt quasi das zu hosten, dann hätten wir Space Engineers definitiv so ein, zwei Monate erstmal pausiert, ne, dann wäre erstmal ausgefallen. Weil ganz ehrlich, das hat keinen Spaß mehr gemacht, überhaupt nicht. Ja. Du warst nur noch geleckt oder gehangen, du warst nur noch dabei, den Schrott zu entfernen die ganze Zeit, weil ansonsten das Spiel nur hing. Ich habe immer trotzdem auch wieder so kleine Hänger, mal wieder so alle paar Sekunden hier, aber wurde mal kurz der Sim-Speed runterdroppt, aber also wenn ich ins All gucke, ist immer ganz schlimm, ne? Die ganzen Asteroiden, das ist alles, was er so laden muss. Ich glaube, ich brauche einen besseren Rechner. Ich sollte endlich mal meinen Rechner Was soll ich aufrüsten. denn erst sagen? Kaufst du ja bald einen. Ja, trotzdem ist meine Mutter noch schlechter als deiner. Ja, momentan, ja. Der Punkt ist aber, dass du quasi dein ganzes Ausbildungsgeld, was du da kriegst, theoretisch reinschmeißen kannst. Nee, nicht alles. Naja, aber fast alles. Das stimmt. So viel Geld habe ich nicht über, was ich mal eben schnell reinschmeißen kann in einen neuen Rechner. Oh, der nächste Dings ist voll. Der nächste Grinder. Ja, zwei haben wir noch. Zwei Grinder kann ich noch voll machen. Was ich mir als nächstes anbauen soll, wenn ich diesen Tunnel hier fertig habe, sagen wir das Grundgerüst, ne? Ob ich mir erst ein Schweißschiff anschaffe, damit ich den Tunnel schweißen kann, oder ob ich mir ein Schiff baue, um zum Mars zu fliegen. Keine Ahnung. Das ist völlig dir überlassen, was du hier baust. Leider ja. Allerdings solltest du auch mal gucken, dass du vielleicht auch mal entsprechend Komponenten oder Ressourcen beschaffst, weil ich zerlege hier die ganze Zeit Teltax und stell fest, hey, ich habe nicht eine Stahlplatte mehr da drin. Im Schiff. Das geht so nicht, Freundchen, ja. Ich beschaffe doch die ganze Zeit Ressourcen. Ja, du hast ein Riesenloch durch den Asteroiden gebohrt. Da hast du natürlich eine Menge bei beschafft, auf jeden Fall, ja. Wahnsinnig viel Eisen hast du geschafft. Und Uran. Und Uran, genau. Wir bräuchten eine Raffineriestation. Extra eine Raumstation, die nur raffineriert. Eine riesige Raffinerie quasi. Ich glaube, dann mache ich aus diesem Teil hier. Hier ist auf jeden Fall ein Raum mit Raffinerien rein. Raum in den Asteroiden meinst du jetzt oder was? Ja, da hatte ich dann so einen kleinen Hangar und ein paar Raffinerien und Sam da rein. Also ich muss meine Energie wieder auffüllen und meinen Sauerstoff hier, ansonsten
krepiere ich hier bald noch und ich glaube, das will niemand. Ich hoffe zumindest, dass keiner von euch das will. Also ihr merkt gerade, ich lasse oben in der Ecke einfach mal gerade die Anzeige an mit dem FPS und so weiter. Kann nicht schaden. Stört ja auch nicht groß. Gibt noch viel mehr Statistiken, die man hier einschalten kann. Mit hier Shader-Modell-Berechnungen und alles Mögliche kann man hier einschalten. Kann man sich alles Mögliche anzeigen lassen. Viel halt Ja. grafisch, die ganzen Grafikstatistiken halt, ne? Ganzen möglichen Leistungswerte, wie viele Polygone gerade angezeigt werden zum Beispiel und sowas alles, ne? Kannst du alles einblenden lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie man das einschaltet, falls ihr das nicht wisst, lieber Zuschauer, dann müsst ihr mal Shift F11 drücken. Dann kriegt ihr oben die FPS und UPS-Anzeige und so weiter. Und wenn ihr dann noch öfter Shift und F11 drückt, dann könnt ihr das durchschalten. Die ganzen Seiten quasi durchblättern quasi. Immer so kleine Mikrohänger, ne? Ja. Kommen die bei dir an? Merkst du die dann auch, oder? Ja. Also, das heißt immer, aber nur so ab und zu mal so einen ganz kleinen. Das hängt vor allem, wenn ich vom Schiff zurück wieder, also von der Schiffkarte wieder zurück zum Teltak, dann habe ich immer so einen Kurs. Wenn ich wieder rumdrehe, jetzt quasi den Blick jetzt so rum zur Erde wieder hin und dann wieder hinfliege, habe ich oftmals so einen kleinen Ruckler drin. Aber gut. Da kommt dann nämlich auch meine CPU auch nicht mehr hinterher. In dem Punkt dann, wo sie auch sagt, dann stopp. Da müssen wir mal kurz den Sim-Speed runtersetzen, weil ich komme nicht mehr hinterher. Das ist halt der Grund, warum das halt runtergesetzt wird, ne? Das ist halt der Grund, warum der Server entsprechend hinterherhängt. Oh, jetzt sind hier die ganzen Munitionen. Jetzt fliegt die fliegen Munitionsraketen rum. Ich habe vergessen, die Rakete wieder vorher leer zu machen. Ungünstig. Bin einsammeln, ja. Oh, mein Sauerstoff hat alle. Ja, es geht jetzt schneller, wenn der Sim-Speed wieder bei 1 ist. Dann ist der Sauerstoff schneller alle. Erstmal die Munition wieder eingesammelt, die hier rumschwebte. Ich habe jetzt nur alles an Bord. Du hast alles an Bord. Ja, ich habe hier auch alles in der Schubkarte. Strom und Dings halt alles da. Aber hatte die Schiffskarte nicht einen Sauerstofftank? Nein, sie hat einen Generator drin. Okay. Mit Absicht. Damit sie nämlich auch Hydrogen auffüllen kann. Sie kann alles auffüllen. Sauerstoff. Guten Tank könnte sie auch Sauerstoff auffüllen. Sie könnte aber Hydrogen nicht auffüllen. Nee, sie kann alles auffüllen. Also Strom, Sauerstoff, H2, alles. Sie ist voll ausgestattet quasi. Ja. So, und ich kann sagen, das eine Teltak ist somit Geschichte. Hier steht nur noch ein Teltak Ja. da. Ich krieg die Krise. Da steht noch eins, ne? Bitte, was haben wir noch? Eins. Okay. Wollen wir das nicht schnell wegbekommen, ey? Eins ist noch da, ein Teltak. Ja, zum Aufnahmezeitpunkt hat Van Luxe uns noch nicht mitgeteilt, was aus der Dings werden soll, aus der Haddock. Oh Gott. Hast du hier die Dings runtergedreht? Nee, hab ich runtergedreht, Was? glaube ich, ne? Warte mal, die, Was? wie heißen sie denn? Die Gyroskope. Bei der Shipcutter, die dreht sich ja so richtig lahm. Ja, 31, 31, 31, stehen alle auf 30% nur. Zieh mal Ja, hoch. leer fliegen ist damit besser, ne? Ja, also ich erhöhe mal auf 50%. Hä? Warum ist das jetzt noch langsamer als vorher? Energie 50%. Prozent. 100%. So.
Alle Gyroskope sind auf 100% und auch eingeschaltet. So. Ah, jetzt dreht es ein bisschen schneller, ja. Okay, gut. Na, die wiegt jetzt schon 108 Tonnen. Ja. So voll, wie sie jetzt schon ist. Aber ich habe noch Platz, da kann ich gleich am nächsten Tag weitermachen. Hab noch Platz. Aber, auch wenn wir noch Platz haben, für diese Folge ist kein Platz mehr, denn diese Folge ist zu Ende. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Und sagen ciao, tschüss und bis morgen. Tschüss. Tschüss.